Dieser Titel speichert automatisch. Bitte schalte den Strom nicht aus, wenn dieses Symbol erscheint. Speicherdaten können beschädigt werden. Bla bla bla. Weg. Es kommt eine Animation. Ich lasse es einfach mal laufen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, und zwar ich spiele Sonic Origins, eine Collection bestehend aus Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 and Knuckles. Das sind die vier Spiele, die für diese Collection geremastert wurden. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich drücke es einfach mal. Hier ist, neue Inhalte verfügbar, neue Inhalte im Museum freigeschaltet, nichts wie hin. Nein, ein neuer Charakter ist auf den Inseln angekommen. Öffne den Inseltour-Modus mit Select. Krass, was gibt's denn hier? Sonic the Hedgehog 1, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2, 3 and Knuckles Mission. Okay, also Leute, was habe ich denn hier vor? Ich werde euch alles zeigen, was es hier gibt. Ich mache hier natürlich 100%, ist ganz klar. Und ich habe mir die digitale Deluxe Edition gekauft, wo wirklich auch die DLCs drin sind, die Animationen, die witzigen, und auch die Musik, die es hier gibt. Aber ich kenne das Spiel aus dem Grund überhaupt nicht, darum spiele ich es blind. Auch wenn ich die Hauptteile ja natürlich kenne, nur halt die Collection kenne ich nicht. Deswegen spiele ich das aus dem Grund auch blind. So. Wenn das Ganze gefällt, kann eine Bewertung da lassen, ein Abo, der nicht zu viel passen möchte. Das folgt hier nach Croc's World, nicht erst nach Quake. Dann mache ich irgendwas anderes. So, was haben wir hier? Jubiläumsmodus, Classic-Modus, Boss-Turm. Und das bei jedem, oh Gott, das kann auch ewig dauern. Aber es wird ein sehr großes Projekt. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal an mit der Story. Ich halte jetzt mal den Mund. Start. So, jetzt ansehen. Links- oder Rechtsbewegung, X-Springen, unten Bewegung plus X-Wirbel-Sprint. Im Optionsmodus findest du weitere Tutorials. Nein, brauche ich nicht. Und die Green Hill Zone, ja, kenne ich doch. Das war doch klar. War gut inszeniert, ey. Das kann ich in der Sega-Version noch nicht. Das ist neu. Gott, ey, das ist so einfach. Ja, was hast du denn gefunden? Das geht. Auf jeden Fall. Ach, meine Coins sind Leben, ist interessant. Also man kann hier Münzen sammeln, wie ich sehe. So. Gott, ey, das... Gott, wie lange ist das schon wieder?
noch hier rum. Ja, das ist Kleid, oder? Bin ich aber auch. So, und ab in den Ring. Ja, weniger als das, oder? So, komm, ey. Hoch. Gott, ey. Das geht aber. So, freundlich. Oh, ich hab den ersten Chaos Emerald. Yeah. Chaos Emeralds. Einen habe ich schon. Erstmal 100% der Story werde ich machen. Das Museum werde ich alles freischalten. Und dann gucken wir uns auch den Boss-Turm an, was das auch immer ist. Keine Ahnung. Deswegen, falls irgendwer das Spiel schon gespielt hat oder es bei dem, bei dem LP Markus das gesehen hat, ja, verratet mir bitte echt nichts diesbezüglich, weil ich würde das einfach mal selber jetzt in Erfahrung bringen und rausfinden. So, ich bin unverwundbar und hab einen richtigen Klumper. So, Nummer 2. Oh, so viel? Süß. Ja, das stimmt. Gott, was mich gerade verwirrt, sind diese grünen Vögel. Nein, du bist Goal gelandet. Wollte ich nicht. Scheiße. Special Stage, ja, ich hab's grandios verkackt, aber ich kann nicht mehr. Und du musst diesmal bei deiner Größe sicher sein. Weil wenn du wieder was bestellst, wo du siehst, es ist zu eng, dann weißt du ganz genau, du hast einfach da einen Fehler gemacht beim Bestellen. Na, wahrscheinlich liegt es daran. Gut. Ja, meine ich auch. Ja, denke ich. So, muss man. Möchtest du auch für mich sein? Gut. Schau einfach mal nach. Das ist klar. So, yep. Ja, könnte man definitiv. Das ist mir klar. So, damit hätte ich die erste Zone geschafft. Von 3 Acts. Sonic the Hedgehog 1 war das, so soweit ich weiß, gibt es 3 Acts pro Zone. Ja, das weiß ich. Hab ich schon nicht vergessen. M-
Marvel-Zone Act 1. Ich bin eine Marvel-Schabel. So, wir gucken uns mal hier unten um. Gib mir Ringe! Gib mir um Feuer! Schild. Ja, das mache ich schon noch. Eins nach dem anderen. Das ist klar, also. Noch ein Schild, immer wie viel mal soll ich verschildert werden? Gott. Vorsichtshalber, ja. Ja, dein Wort in Gottes Ohren. Es gibt mir den zweiten Chaos immer mit dem Mischern, hier gibt es nämlich nur 6. Warum hat man solche Remasters gemacht von diesen älteren Teilen? Ach so, bestimmt für Leute, die halt, glaube ich, ist so meine Theorie, mit den Sonic-Spielen, die damals erschienen sind, nicht kennen. Deshalb haben die das gemacht überhaupt. Ich glaube, das ist der Grund. Es gibt mir den Edelstein. Mann, ich schaff's wieder nicht. Fuck. Ja klar, muss ich's erneut probieren. Das ist cool, dass man gefragt wird, dass man das nochmal neu probieren darf. Finde ich cool. Das gab's nicht damals. Da musste man das wirklich auf Können und Probe einfach schaffen. Und dann hat man es automatisch einfach verkackt, weil dann dürfte man komplett, das war wirklich grauenhaft, das Spiel nochmal neu spielen. Wenn man einfach wissen wollte, warum muss man die sammeln und so, um halt irgendein gutes Ende zu erzielen. Genau deswegen, das war immer so mein Streben danach. Ja, schon wieder nicht. Mein Gott, kriegt das nicht gedaddelt hier, ey. Ja. Schon überall? Okay. Glaub dir mal. Weil damals
Ja, vielleicht ist es eine schlauere Idee, das so zu machen. Ja, Nummer 2. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ging so damals schwieriger geworden. Aber wenn ich an Sonic Adventure 2 denke, ey, wie ich das mit meinem Bruder und meiner Schwester gespielt habe, das sind Äonen von Jahren her. Ja, das habe ich dir auch versprochen. Deswegen, das kommt schon noch. Mach dir keinen Kopf. Wirklich.